Hi Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Hallo, kleine Frau. Ja, sie sitzt hier und die spendet mir immer Kraft. Denn heute geht es mir persönlich eigentlich, ich fühle mich okay. Dafür ist es Wetter nicht schön. Es regnet schon den ganzen Tag. Der Himmel ist grau. Aber dafür ist es schön mild und nicht so kalt. Und da ist die Katze. Hallo, da vorne. Nicht der Logik. Der schlummert da schon wieder. Überall, wo wir sind, ist er auch. Ja, heute dachte ich, tauche ich gleich rein in das Thema Klippefallsyndrom und erzähle einfach mal von dem, was ich weiß. Wer mehr Infos hat, bitte lasst es mich wissen. Denn nur so können wir alle Informationen, die wir haben, sammeln und dass die Leute auch mal die Krankheit mal hören. Und wissen, aha, Klippefallsyndrom habe ich schon mal gehört. Weiß zwar nicht genau, was es ist, aber ich habe schon mal gehört. Und das alleine schon ist Gold wert. Ja, Klippefallsyndrom wurde 1912 das erste Mal offiziell dokumentiert, soweit ich weiß. Im Jahre 1911 kam ein Patient in das Krankenhaus, wo François Maurice Klippel und André Feil wo gearbeitet haben. Und der Patient hieß Erl Josef. Und der kam bereits 1911 irgendwann in die Klinik und sah halt merkwürdig aus. So wie sie es beschrieben haben, Entschuldigung, lag sein Kopf direkt auf dem Oberkörper. Da haben sie gesagt, oh, das ist aber mal was anderes. Er kam eigentlich nur in die Klinik, weil er Unterleibschmerzen hatte, also Bauchschmerzen, Unterleibschmerzen und eigentlich so gar nicht ging es um seinen Hals, obwohl er halt anders aussah. Ja, es gibt drei Typen vom Klippefallsyndrom. Typ 1 ist, da ist die Halswirbelsäule miteinander verschmolzen. Typ 2 wäre, wenn so nur ein Abschnitt, zum Beispiel jetzt C1 und 2 miteinander verschmolzen wären oder weiß ich, C5 und 6 sind dann zusammen verschmolzen. Typ 3, was ich leider habe, da wäre, oder in meinem Fall ist die Brustwirbelsäule komplett fusioniert. Die Wirbel sind sehr klein. Ich weiß nicht, ob ich überall da sogar Bandscheiben habe, aber ich weiß, irgendwo in der Mitte habe ich eine Bandscheibe und die drückt raus. Wie nennt man das? Ja, geht also nicht. Ich glaube, das ist eine Protusion. Okay, Na, nicht ganz. Also die Bandscheibe ist nicht kaputt, sondern die drückt nur raus. locker. Nee, nee, die drückt, also die piekt raus. Naja, ihr versteht schon, was ich meine. Ja, mein Hals ist komplett in Ordnung. Soweit ich weiß, ist da keine Fusion und sie sieht auch nicht irgendwie anders aus. Zumindest hat das noch kein Arzt zu mir gesagt, dass da jetzt irgendwas ist. Mein unterer Rücken, also die LWS, ist eine komplette Katastrophe. Schmerztechnisch, knochentechnisch. Soweit ich weiß, habe ich da überhaupt eine Fusion? Ich glaube nicht. Oder zumindest, wenn dann nur am Anfang, vielleicht L1, L2, habe ich eigentlich noch nie drauf geachtet. Habe ich aber auch noch nie gefragt. Aber meine Lendenwirbelsäule ist eine komplette Katastrophe momentan. Also da ist, glaube ich, alles Mögliche, was schief gehen kann, kann schief gehen. Aber darauf werde ich irgendwann mal später eingehen, weil das sprengt einfach den Rahmen. Ja, eine Person, also ein Baby, was geboren wird, unter 42.000 hat Klippefallsyndrom weltweit. weltweit. Dadurch ist es so eine Rarität, kann man sagen, weil unter 42.000 Geburten weltweit, das ist nicht viel. Also wir reden ja nicht irgendwie von Berlin oder Deutschland, wir reden global. Und das macht es natürlich sehr schwierig, weil diese Krankheit einfach nicht großartig erforscht wird. Es ist kein Begriff.
sehr selten ist es ein Begriff. Also ich habe jetzt keinen Arzt getroffen, der immer, ja, okay, Klippe-Pfeil-Syndrom, ja, ich weiß, was es ist, ich weiß, was wir tun können. Lass uns loslegen. Das ist mehr so wie Klippe-Pfeil-Syndrom. Ja. Haben Sie sonst noch irgendwas, womit ich was anfangen kann? So ist es normalerweise, wenn ich zum Arzt gehe. Klippe-Pfeil-Syndrom. Also es kann natürlich noch ganz, ganz viele Begleiterkrankungen können dabei sein. Die Nieren können geschädigt sein oder man hat nur eine oder sie funktionieren nicht richtig. Ich brauche mal kurz meinen Zettel, ich habe mir nämlich Notizen gemacht. Herzkrankheiten können sein. Sie hat schon mein Zettel studiert. Ja, die Lunge kann geschädigt sein oder nicht richtig funktionieren. Ja, sagen wir mal einfach, die Organe komplett können anders sein. Bei jedem ist es anders. Das Gesicht könnte asymmetrisch sein. Du könntest eine Sprengeldeformität haben. Das ist Buckel, Rücken. Katzenbuckel. Katzenbuckel kann ich persönlich jetzt nicht machen. Also, nee. Ich weiß nicht, ob das andere Klippe-Pfeil-Patienten machen können. Aber ich definitiv kann das nicht, weil ich bin so, also gerade. Und wenn der Arzt sagt, machen Sie mal einen Katzenbuckel, sieht es so aus. Also ich kann diese Krümmung, gibt es nicht, weil ich bin steif wie ein Brett. Es könnte Blasen, also Schwierigkeiten geben mit der Blase. Und was ich neu gelernt habe, ist, dass bei Frauen, also es sind auch mehr Frauen affektiert vom Klippe-Pfeil-Syndrom wie Männer. Woran das liegt, weiß kein Mensch. Es weiß noch niemand, wie diese Krankheit entsteht. Sie nehmen an, dass zwischen der dritten und der achten Schwangerschaftswoche, dass da einfach irgendwas schief geht. Vielleicht geht da ein Gen kaputt oder ein Gen dreht durch, irgendwas. Und da würde es jetzt anfangen, einfach anders, wird reprogrammiert und da bildet sich dann einfach das Klippe-Pfeil-Syndrom. Also Sie wissen nicht, ob es jetzt nur genetisch ist, ob vielleicht Umwelteinflüsse da noch eine Rolle spielen. So eine Dinge könnten vielleicht noch erforscht werden, aber wer weiß, vielleicht in 100 Jahren sieht es besser aus. Was auf jeden Fall typisch wäre fürs Klippe-Pfeil-Syndrom, wenn es ein klassischer Fall wäre, wäre der verkürzte Hals, die Haarlinie, weil der Hals verkürzt wäre, würde dann von hier nach unten rutschen. Was es auch oft gibt, ist Skoliose, Kyphose, Lordose. Ich habe leider alle drei. Ich weiß, das hört sich merkwürdig an, aber ich habe alle drei. Das hat mir jetzt mein neuester Arzt auch gezeigt. Also ich habe, oben ist gekrümmt, dann kommt die Skoliose und unten dann nochmal das Hohlkreuz. Am schlimmsten ist auch das Hohlkreuz und das macht auch die meisten Schwierigkeiten und Schmerzen. Ja, was natürlich auch logisch ist, dass wir uns halt nicht so bewegen können wie andere. Bei mir ist es so, klar, ich bin steif. Das sieht einfach merkwürdig aus. Wenn ich sitze, sehe ich anders aus. Wenn ich stehe, sehe ich anders aus. Wenn ich laufe, sehe ich anders aus. Wahrscheinlich sogar, wenn ich liege, sehe ich auch anders aus. Also mein Oberkörper passt einfach nicht auf meine Beine, kann man sagen. Also die Beine sind normal, die Arme sind normal, mein Kopf ist normal. Und da kommt plötzlich irgendwie dieser Block da oben, was mein Oberkörper ist. Ja, was gibt's noch? Ach ja, richtig, Stichwort. Also Klippe-Pfeil-Syndrom, es scheint, als wenn es diese Krankheit schon seit Jahrtausenden gibt. Also das beste Beispiel wäre Tutanchamun. Der soll angeblich am Klippe-Pfeil-Syndrom gelitten haben, als Richard Boyle Röntgenbilder angeschaut hat von Tutanchamun. Konnte er halt entdecken, dass sein Hals eine Fusion hatte und dass seine Wirbelsäule gebogen war, curved, was auf eine Skoliose hindeuten würde. Aber nun ist er ja schon seit 2000 Jahren tot, er ist schon lange tot.
Und genau, lange vor Jesus. Es gibt auch noch ein sehr gut erhaltenes Skelett von einem katholischen Kardinal, der hieß Carlo de Medici. Wenn ich den Namen falsch ausgesprochen habe, tut es mir leid. Ich habe den Namen das erste Mal heute gelesen und gehört. Nicht Der aufgeschrieben. hat wohl von komplett C1 bis C7 war der fusioniert. Das wäre so wahrscheinlich ein klassischer Klippe-Pfeil-Syndrom-Mensch gewesen. Habe ich was vergessen? Ach so, ja. Und was mir gerade einfällt, die Fortpflanzungsorgane können auch betroffen sein. Was heute für mich logisch klingt, denn als ich 16 war, sagte mir damals mein behandelnder Arzt in der Charité, ich werde nie Kinder haben können. Und dann weiß ich nicht, was die hier macht. also nicht alles, was die Ärzte sagen, stimmt auch tatsächlich. Ja, es war ein Risiko. Vielleicht war es auch leichtsinnig, ich weiß es nicht. Aber ich war gut behütet und überwacht während meiner Schwangerschaft und es ging alles gut soweit. Wie man sieht. Sie ist soweit auch gesund. Deswegen glaube ich, dass es sie hoffentlich übersprungen hat. Und sollte es sich später irgendwann herausstellen, dann bin ich ja die beste Quelle zur Hilfe, was? Aber es sieht nicht so aus. Also ihre, sagen wir mal jetzt so, wie sie aufwächst, ist komplett anders, wie ich es war. Also ihre Füße waren normal bei der Geburt, meine waren komplett nach innen verbogen. Ich hatte, als ich jung war, mehrere Knochenbrüche. Also wenn ich hingefallen bin, knack, war irgendwas kaputt. Was bei mir auch auffällig war, ist, dass es Vitamin D sehr hoch war und der alkaline Phosphatasewert, war das richtig, Mama? Der war bei mir auch wohl, ich glaube, 10-mal höher als bei einem normalen Menschen. Und das waren alles schon so kleine Brocken, glaube ich, die darauf hindeuteten, dass etwas nicht stimmt, wo man aber vielleicht nicht gedacht hat, okay, gut, ist jetzt Klippe-Frei-Syndrom, das ist halt nur ein bisschen merkwürdig. Müssen wir halt mal ein Auge drauf halten. Ja, ist natürlich nicht einfach, wenn man einfach merkt, das stimmt was nicht, aber man weiß wirklich nicht, was ist für jedes Elternteil einfach furchtbar. Ja, das wäre jetzt so alles, was mir einfällt zum Klippe-Frei-Syndrom. Mehr sagen auch jetzt hier meine Notizen nicht. Und der Profi auch nicht. Und der Profi hier auch nicht. Ich habe zwar nicht studiert. Dankeschön fürs Einschalten. Ich würde jetzt dann das Video damit beenden. Wenn euch noch etwas einfällt, lasst es mich wissen, schreibt es in die Kommentare. Sollte mir noch etwas einfallen, also jetzt zum klassischen Bild, werde ich das auch dann nochmal sagen. Ansonsten ist das erstmal alles. Ich wünsche dir allen einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Ja, da sei jemand sehr begeistert.